Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharf und komme aus der Nähe von München aus Poing und bin Stampin'-Up-Beraterin. Das heißt, alle Produkte und Papiere und Stanzen und Stempel, die ihr hier im Video seht, könnt ihr bei mir und über mich bestellen. Und jetzt Endspurt Adventskalender, Türchen 21. Es ist eine kleine Box mit Vertiefung im Deckel, wie ihr hier seht. Und zauberhafterweise ist hier ein mini süßes Babykärtchen drin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Bastelzauber bei Dani hat mich besucht am Freitag mit dieser schönen Idee. Gefunden hat sie die Anleitung bei Creative You. Die hat auch ein Instagram-Account und einen YouTube-Kanal, die Creative You, Julia heißt sie, und macht ganz zauberhafte Anleitungen, kreative Julia wahrscheinlich, Creative You, schaut da unbedingt mal vorbei. So, jetzt legen wir los und gestalten die Box in zauberhaften Blautönen. Ich habe hier schon mal geguckt, welches Blatt am besten für mich passt. Ihr braucht nämlich für die Grundbox einen Farbkarton 18x18. Genau, 18. Schneide ich mal schnell zu. 18x18. Und rundherum wird gefalzt bei 6 cm. Jetzt hat Schneideklinge weg, sonst verschneiden wir unser schönes Papier 6 cm rundherum. Und die vierte Falz. Genau, und dann wird diese Box genauso zusammengesetzt, wie ihr euch das immer, wie jede andere Box auch. Man kann jetzt halt hier, könnt entweder mit der Schere bis zur ersten Kreuzung anschneiden oder wir nehmen das Schneidebrett von unten und von oben bis zur ersten Kreuzung. Machen wir bei der anderen Seite auch. Tipp, tipp, tipp. Und nach oben. Ah, ich habe so eine scharfe Klinge hier drin. Das ist echt eine wahre Freude. Genau. Und jetzt hat, wenn ihr es euch ganz einfach machen wollt, legt ihr es nochmal an und schneidet quasi die Klebelaschen ab. Dann ist es super akkurat. Bei ein bisschen über 2 cm. Das könnt ihr echt Augenmaß machen. Aber nicht vergessen, die Mitte rauszuheben, sonst ist die Box zerstört. Können wir hier die Klebelaschen rausschneiden. Dann kriegen wir nämlich sehr schöne gerade Schnipsel noch hin. Genau, dann schaut das Ganze so aus. Und dann brauchen wir wirklich nur noch hier die Ecken abschneiden. Anschrägen, einen Keil rausschneiden, was es alles für schöne Beschreibungen gibt. Ihr könnt euch schon mal überlegen, während ihr das macht, wo euer Falzbein ist. Das brauchen wir nämlich als nächstes. Wird einmal alles schön gefalzt, dass wir schöne scharfe Kanten haben. Hier hoch und letztes. Und jetzt hat wird geklebt. Kleber auf die Klebefläche und im rechten Winkel hier anhalten. Genau, feste drücken.
hier nochmal weiter. Perfekt. Jetzt kommt der Clou, nämlich der Deckel. Für den Deckel brauchen wir auch wieder Farbkarton, damit er schön stabil ist. Geht aber bestimmt auch in Designerpapier. Genau, das war jetzt hier Marineblau. Und Azurblau ist der Deckel in meinem Fall. Und der hat die Maße 11,7 mal 11,7. Und jetzt wird er rundherum, ich messe mal 11,7 mal 11,7. Und rundherum wird der jetzt bei 2,8 gefalzt. Also 2,8, 1, 2, an allen vier Seiten. Na, jetzt habe ich mich verfalzt. 2,8. Ist nicht so schlimm. Bügeln wir raus. Also 2,8. Ihr bleibt immer beim gleichen Maß. Aber ihr dreht, bis ihr alle vier Seiten gefalzt habt. Das ist hier so eine Zierfalz. Perfekt. Und jetzt brauchen wir für die Vertiefung, können wir entweder einen Zentimeter rausschneiden oder, also entweder legt ihr es euch so an, dass hier die Falzlinie immer auf den Zentimeter schaut und schneidet es euch hier raus. Oder wer hat die Basics mit Pep, würde ich eh allen Besitzern einer Stanzmaschine empfehlen. Da gibt es 5 Stück, 5 Vierecke. Und das ist quasi das drittgrößte oder das drittkleinste von der Mitte. Und das legen wir jetzt in die Stanzmaschine und stanzen das aus. Wir brauchen die große, weil das hat ja doch 11 cm. Und 11 cm, 11,7 cm sind es ja sogar, gehen nicht durch die kleine. Die hat nur eine Breite von 9 cm. Deswegen geht es hier weiter, wieder zurück. Ich hoffe, es ist einigermaßen mittig. Das aufheben, das kann man noch verwenden. Ja, ist einigermaßen mittig. Kommt hier die Stanzmaschine wieder weg. Genau, einschneiden können wir schon mal, kleben noch nicht. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch eine Wanne. Das heißt, einfach nur wieder diese Quadrate am Rand einschneiden. Zwick, zwack. Ich habe mir eine neue Schere gekauft und das ist so schön. Die andere war jetzt schon über 10 Jahre alt. Und ich habe sie auch immer noch, aber so eine nagelneue Schere, die ist einfach wunderbar. Ich schmeiß mal gleich weg. Jetzt braucht ihr für innen für die Wanne. Dachte ich mir, diese Schneeflockengestöber, da brauchen wir ein Designerpapier und 8,6 mal 8,6 ist das Maß. 8,6 mal 8,6. Und jetzt hat Schneideklinge wieder weg. Wir falzen bei 0,8 und 1,8.
Also 0,8, 1,8, 0,8, 1,8, 0,8 und 1,8. Haben wir schon fast die Hälfte. 0,8. 1,8. Damit ja auch die Maße. Ah, wir haben schon alle vier. Perfekt. Und jetzt habe ich hier aufgezeichnet, wie es zugeschnitten wird. Das hier ist die Aufzeichnung. Das heißt, wir nehmen die zweite Falzlinie und schneiden bis zur zweiten Kreuzung. Dann nehmen wir die erste, schneiden bis zur zweiten Kreuzung. Das erste wird abgeschnitten. Und das zweite wird halb abgeschnitten. Und dann wird hier noch ganz ein bisschen angeschrebt. Und dann haben wir so eine Fuzzi-Klebelasche. Also wenn man das als Quadrat sieht, dann bleibt das oben linke Quadrat stehen. Und das machen wir jetzt hier mit dem oben rechten Quadrat. 1, 2, hier ab, hier auch ab und ran. Perfekt. Drehen, 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 drehen. Also wieder bei der zweiten Falzlinie können wir den Keil rausschneiden. Erste Falzlinie bis zur zweiten Kreuzung. Genau. Und letzte. Genau, und wer sowas schon öfter gemacht hat, der weiß, wie es geht. So bastelt man auch doppelwändige Boxen mit Designerpapier. Und hier noch ein bisschen ein Keilchen. Ein Keilchen. Perfekt. Genau, und so kleben wir es dann. Also, es wird erstmal nach innen und dann nach hinten gefalzt. Nach innen, nach hinten. Nach innen, nach hinten. Nach innen, nach hinten. Da erkennt man schon die Wanne. Jetzt diese Mini-Klebelaschen werden hinten verklebt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normal verkleben wir ja immer vorne. Aber in dem Fall brauchen wir das Innere der Schachtel und nicht das Äußere. Ne? Mal festdrücken. Und das zweite Mal. Ganz fest daran drücken. Und die hier, die oben abstehen, die werden dann von unten an den Deckel geklebt. Und jetzt hat schaut das Ganze so aus. Dann rundherum den Kleber und bitte unbedingt umdrehen, dass die nicht so schöne Seite jetzt mit Kleber bestrichen wird, weil hier ist es mir tatsächlich passiert, dass ich es auf die Vorderseite geklebt habe.
Ist nicht so schlimm, wenn es passiert, aber wenn man die Wahl hat, klebt man es natürlich gerne auf die Seite, die nicht ganz so schön ausgestanzte Sticknähte hat, ne? Genau. Und da sieht man schon, wie hübsch die ganze Sache wird hier. Jetzt hat falzen wir die Falzlinien um und schneiden alles, was übersteht, weg. Damit man es dann runterfalzen kann, ne? Wir falzen wieder hoch, spielen wieder Friseur. Das ist das, gell? Die neue Schere hier. Dann hier geht es wieder weiter. Und es geht nach unten. Man könnte auch das einfach reinknicken. Oder was ich davor gemacht habe, ich habe sie einfach mit der Hand halbiert gestern. Das ging auch. Also da könnt ihr euren Weg finden. Man könnte es wahrscheinlich auch umrechnen, dass es direkt passt, aber es ist schon eine sehr kleine Klebefläche. Ob es das dann einfacher macht, weiß ich auch nicht. Okay, haben wir alles schön gefalzt. Form aufkleben, einmal richtig durchfalzen, ist bestimmt auch eine gute Idee. Dann fügt es sich noch leichter. Halten wir das hier zusammen und dann wird es auch gleich auf die Box aufgelegt, weil dann könnt ihr genau schauen, wie verhält sich der Deckel zum Box. Nicht zu stramm, so dass es noch runter geht. Und natürlich eine Zeit lang andrücken, gell? Das darf man wirklich nicht vergessen. Aber dann, wenn es einmal klebt, klebt es. Da ist so ein Lückchen, gell? Aber das macht auch nichts. Gibt nichts, was nicht noch nachträglich festgeklebt werden kann. Und hier auch perfekt. Ja, dann haben wir die Box mit Vertiefung im Deckel. Und es wurden schon ganz viele Ideen, wie man jetzt diese Box ausdekorieren kann, vorgetragen. Also das ist natürlich ein absoluter... Der Stern ist zu groß, aber man könnte eine Rosette reinstecken. Man kann Folie draufkleben zwischen das Sichtfenster und die Wanne und eine Schüttelbox draus machen. Das finde ich auch sehr hübsch. Und so gab es jede Menge Ideen. Jetzt brauchen wir noch mal weißes Papier. Ich schaue gerade, ob ich noch einen perfekten Rest habe. Hier haben wir, glaube ich, perfekte Reste, oder? Habe ich da was abgeschnitten? Man kann jetzt noch die Seiten verkleben mit Designerpapier. Da ist die Mattung. Oh,
ist, glaube ich, eine auf 8x8 war es, glaube ich, oder? Nee, auf gar keinen Fall, das ist ja der Deckel gewesen. 5,5 mal 5,5. Also hier haben wir auf jeden Fall was. Und hier haben wir auch noch was. Und hier auch. Dann schneide ich das mal zu. Ich finde es ganz hübsch, wenn die Mattung unten genauso wie das Innere im Deckel ausschaut. Dann brauchen wir noch ein Grundweiß fürs Kärtchen. Also 5,5 mal 5,5. Einmal 5,5, zweimal 5,5, ich glaube, wir brauchen noch eins, na sowas. Da können wir dann wahrscheinlich noch eine Mattung für unser Kärtchen rausschneiden. Wenn wir jetzt schon dem Papier hier so treu geblieben sind. Das ist zauberhafte Weihnachten. Das schöne Papier von den Bärchen. Und auf der Rückseite, mir tut es fast ein bisschen weh, sind diese hübschen Fußspuren. Okay, die Mattung aufkleben. Ach, das ist so süß. Da sind ganz viele Tiere durch den Schnee gelaufen. Es gibt viele Fußspuren. Und alle paar Meter gibt es ein kleines Geschenk, was die verloren haben. Also, ein richtig schönes Papier. Dann gibt es hier so Schneeflöckchen. Dann gibt es ein paar Eisbären und Waldtiere. Teilweise sogar in Weihnachtspullovern. Also, es ist wirklich ein zauberhaft schönes Weihnachtsdesignpapier und irgend so ein Tierchen werden wir jetzt da auch auf die Karte kleben. Einfacher ist es, wenn man es gleich aufs Papier aufträgt, dann kann man bis in die Ecken gehen. Das hier, das muss der Hase gewesen sein, oder? Mit seinen langen Klopferfüßen. Die Spur im Schnee. Genau, na, schaut schon toll aus. Also es ist so eine süße kleine Box. Okay. Dann Mini-Mini-Kärtchen, aber ich habe jetzt hier wirklich keinen Schnipsel mehr, der passt. Braucht man ein neues, neuen Farbkarton für das ganz kleine Kärtchen, aber es macht nichts, der kommt weg. Wo haben wir denn das Kärtchen hier? Das Kärtchen hat 9 mal 4,5. Also 4,5. Mal 9. Wer errät die Falzung? Richtig, 4,5. Ganz süß, zauberhaft klein. Wir falzen es richtig feste, dass das schön da oben drin liegt. Und jetzt brauchen wir eine 4,5 mal 4,5 Matte. Ne, 4 mal 4 brauchen wir eigentlich, ne? Für die kleine Karte. 4 mal 4. Aufs Kärtchen drauf. Und ich sehe schon einen geeigneten Statisten für der hier, oder? Der da sein Geschenk festhält. Das ist doch ein geeigneter Statist für diese wunderschöne Karte.
weil der, glaube ich, genau drauf passt. Genau. Da kommt jetzt einfach der Eisbär noch drauf. Jetzt könnten wir noch einen Mini-Mini-Mini-Spruch draufkleben. Das wäre doch nett. Haben wir eh schon 25 Minuten. Das ist ein bisschen eine aufwendigere Box. Die nächsten zwei gehen dafür schneller. Aber ist auch eine besonders schöne, ne? Schauen wir mal. Wo hatte ich es denn her? Mini-Mini-Mini-Sprüche sind nämlich drin bei... Nacht oder Sterne nicht. Fröhliche Bäume auch nicht. Dann sind da Igel drin. Herbst bringt auch nichts. Wo habe ich denn heitere Weihnachten? Ist auch kein kleiner Spruch. Noch mehr Wünsche, was ist das? Nein, die sind groß. Das können wir denn da nehmen. Ich hatte doch so ein ganz kleines für dich. Wo ist es? Hier. Das suche ich. Wer weiß, wo das hin ist. Oder her ist. Her oder hin. Wir feiern dich. Was haben wir hier noch? Eine Ladung Sonnenschein auch nicht. Also das ist doch jetzt echt verrückt. Gleich gibt's gar nichts. Vielen Dank, das ist aber zu groß. Wir lassen es jetzt so. So, tut mir leid. Ich weiß jetzt nicht, wo es herkommt. Aber die Box ist ja genauso schön und so bin ich noch ein bisschen offener. Genau, ihr seht es, hier ist ein bisschen kleiner geworden. Habe ich irgendwas Falsches gemessen? Was haben wir denn hier? Also das Kärtchen passt zauberhaft schön rein. Und hatte 4,5 und das ist, das ist 4,7. Das erklärt es. 4,7, 9,4 und das ist 4,5. Da sieht man mal, was ein paar Millimeter an jeder Seite ausmachen. Perfekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Box gefällt euch genauso gut wie mir. Nochmal vielen lieben Dank der lieben Dani, dass sie bei mir war und die tolle Verpackung ausgesucht hat. Jetzt sind wir schon bei Türchen 21. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Unbedingt den Kanal abonnieren. Wenn ihr Bastelsachen braucht, hüpft in den Online-Shop, gebt den Code in euren Warenkorb ein. Dann werdet ihr einen Post von mir bekommen am Ende des Monats mit einer kleinen Überraschung. Dann und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Tschüss!